Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Du möchtest nicht nur deine persönlichen Dateien und Dokumente sicher auf deiner eigenen NextCloud abspeichern, sondern du möchtest auch deine viel sensibleren Daten wie Kontakte und Kalendereinträge auch mit deiner NextCloud synchronisieren? Dann bist du bei diesem Video genau richtig. Denn ich zeige dir heute, wie du deine Kontakte und Kalendereinträge von deinem Android-Gerät mit deiner NextCloud synchronisieren kannst. Wie genau das Ganze Schritt für Schritt funktioniert und was du dafür bei deiner NextCloud einrichten musst, das siehst du jetzt. Du möchtest Unterstützung bei deiner NextCloud-Installation oder du kommst an einem Schritt nicht weiter, dann melde dich gern bei mir. Egal ob Privatanwender oder Unternehmen, ich helfe dir, NextCloud nach deinen Wünschen zu installieren und zu konfigurieren. Bei Interesse schreib mir einfach eine Mail an cloud@apfelcast.com. Auf unserer NextCloud müssen wir nun Kontakte und Kalender erstmal als Erweiterungen installieren und aktivieren. Hierfür gehen wir ganz einfach auf unseren Namen hier oben, dann auf den Punkt Apps. Und dann geben wir hier in der Suche eben die englischen Begriffe für Kontakte und Kalender ein. Später ist natürlich alles wieder auf Deutsch. Als erstes gebe ich hier mal Call für Kalender ein und klicke dann hier auf Herunterladen und Aktivieren. So, nun ist das schon erledigt. Das gleiche machen wir jetzt eben auch noch für die Contacts. Und wie ihr seht, nun haben wir hier oben zwei neue Einträge. Einmal Kontakte eben und Kalender. Ja, wie ihr seht, sind natürlich alle Eintragungen hier, alle Bereiche noch leer. Ihr könnt natürlich jetzt hier manuell neue Ereignisse bzw. neue Kontakte eintragen. Aber nun zeige ich euch, wie ihr die ganzen von eurem bestehenden System bereits übertragen könnt. Die Daten von eurem Android-Gerät, die können wir jetzt leider nicht direkt auf die NextCloud importieren, denn dafür fehlt Android eine kleine Schnittstelle, die das ermöglichen würde. Diese Schnittstelle allerdings bietet Google und deswegen nutzen wir diesen Dienst auch hierfür. Das Gute ist, bei der Registration eines jeden Android-Geräts müsst ihr euch zwangsläufig einen Google-Account erstellen. Und automatisch ist auch Android so konfiguriert, dass alle Kontakte und auch Kalendereinträge automatisch mit diesem Google-Konto dann synchronisiert werden. Natürlich kann es sein, dass ihr das irgendwann mal nachträglich deaktiviert habt, aber dann würde ich euch bitten, einfach an dieser Stelle das Ganze mal kurz temporär wieder zu aktivieren und dann könnt ihr auch diesem Tutorial hier so folgen. Gut, legen wir los. Als erstes geht ihr natürlich, wer hätte das gedacht, ganz normal auf google.de und meldet euch mit dem Google-Account an, der eben auch auf eurem Gerät dann angemeldet ist. Dann geht ihr hier auf dieses Application-Auswahlmenü und wir fangen als erstes hier mal mit den Kontakten an. Also klickt ihr auch einfach auf Kontakte. Ja, ihr seht, ich habe jetzt hier schon so ein paar Standardkontakte angelegt, also die gibt es natürlich nicht wirklich, sind nur Beispielkontakte, kann euch ja hier jetzt aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht meine echten Kontakte zeigen, aber das ist ganz egal, ich habe jetzt hier 6 Stück, wenn bei euch eben 600 wären, würde es genauso funktionieren. Seid ihr nun also in dieser Ansicht, geht ihr einfach hier auf den Punkt Mehr und dann auf Exportieren. Hier ist jetzt auch schon automatisch ausgewählt, dass alle Kontakte synchronisiert werden. Ich denke, das wollt ihr wahrscheinlich auch so belassen. Nur so macht es ja auch Sinn. Ihr könnt theoretisch auch einzelne auswählen. Und hier bei der Art wählen wir einfach VCard aus. Das ist so ein allgemeingültiges Unix-Format, das eben nicht nur für iOS geht, sondern eben auch für NextCloud. Und dann klicken wir hier auf Exportieren und dann wird uns die Datei auch schon automatisch runtergeladen. Jetzt können wir dann direkt wieder in unsere NextCloud reinwechseln und gehen hier auf den Punkt Kontakte. Dann gehen wir hier unten auf Einstellungen und dann auf Import nach. Dann haben wir hier unseren Downloads-Ordner. Wir wählen einfach unsere contacts.vcard-Datei eben aus und öffnen diese. Und dann werden die Kontakte auch schon automatisch importiert. Ihr seht, bei mir sind es jetzt hier 6 Stück. Keine Fehler, alles super. Also können wir den Dialog hier einmal schließen. Und ihr seht, meine ganzen Kontakte sind jetzt hier drin, auch teilweise mit Telefonnummern, wenn ich diese davor eben eingetragen habe. Also dieser Schritt wäre erledigt. Jetzt gehen wir wieder zurück auf unsere Google-Ansicht und wählen nun den Kalender hier einmal aus. So, hier fragt mich Google was, das ist jetzt weniger interessant. Um was es geht, ist einfach, ihr seht, hier sind schon Ereignisse drin, ja, einfach so ein paar Testereignisse von mir. Am Mittwoch hier ein ganz wichtiges, würde ich mir an eurer Stelle merken. Und ja, jetzt müssen wir auch diese hier wieder exportieren. Und dafür gehen wir hier oben einfach auf dieses Einstellungsmenü-Zahnrad, dann nochmal auf den Punkt Einstellungen. Und dann seht ihr hier auch schon den Menüpunkt Importieren und Exportieren. Da klicken wir jetzt einmal drauf und dann hier unten die Rubrik Exportieren. Das ist jetzt das, was uns interessiert. Der exportiert jetzt halt diesen Standardkalender und Geburtstage der Kontakte quasi mit raus. Das ist uns jetzt erstmal egal. Dieser Test-Hauptkalender, also wo jetzt auch die Einträge drin sind, ist ja hier der Nextcloud-Kalender.
Also klicken wir hier einfach einmal auf Exportieren und es wird automatisch eine weitere Datei heruntergeladen. Wenn ihr nun in euren Downloads-Ordner schaut, dann werdet ihr sehen, das Ganze ist eine ZIP-Datei. Die kann jetzt Nextcloud so nicht direkt lesen, deswegen einfach einmal mit dem Doppelklick exportieren und dann habt ihr hier die zwei verschiedenen Kalender drin. Uns interessiert jetzt hier der untere. So, also das würde auf Windows natürlich auch genau gleich funktionieren. Auch da ist ein ZIP-Entpackungsprogramm meistens vorinstalliert. Also gehen wir wieder zurück in die Nextcloud, diesmal auf den Punkt Kalender. Und dann gehen wir hier unten auch wieder auf den Punkt Einstellungen und Import, auch hier wieder Kalender importieren auswählen. Wir gehen in den Ordner rein und wir nehmen hier den unteren, da sind unsere Ereignisse drin und klicken auf Öffnen. Hier oben bestätigen wir das Ganze einfach nochmal mit OK. Und nach einer kurzen Zeit, wo das Ganze eben die Daten verarbeiten muss, seht ihr, werden mir auch meine Ereignisse hier angezeigt. Das heißt, das Ganze hat auch funktioniert. Jetzt sind wir also soweit, dass wir den alten Synchronisationsdienst, in diesem Fall Google, ablösen können. Alle alten Einträge haben wir jetzt schon auf die Nextcloud übertragen und die neuen wollen wir jetzt dann direkt von unseren Clients, also den Android-Geräten wie eben Smartphone, Tablet und so weiter, dann direkt da drauf synchronisieren. Und wie genau das Ganze jetzt geht, also wie ihr das auf eurem Android-Smartphone einrichten könnt, das seht ihr jetzt. Bevor wir jetzt direkt auf das Android-Gerät wechseln, müssen wir hier noch kurz was in der Cloud heraussuchen und zwar die URL, über die ihr dann das Ganze synchronisieren könnt. Die findet ihr, indem ihr hier oben in eurer Cloud einfach mal auf den Punkt Kalender geht, dann hier unten auf den Punkt Einstellungen und Import und dann seht ihr hier die zwei verschiedenen CalDAV-Adressen. Ihr braucht hier für Android einfach die erste. Und übrigens könnt ihr jetzt diese eben auch sowohl für Kontakte als auch für eure Kalender benutzen. Also einmal kopieren, euch aufschreiben oder einfach irgendwie an euer Android-Gerät übertragen, sodass ihr das dann dort gleich verwenden könnt. Auf dem Android-Gerät angekommen, müsst ihr euch als allererstes mal die App OpenSync hier aus dem Google Play Store installieren, denn Android unterstützt von Haus aus keinen CalDAV oder CardDAV Sync und deshalb ermöglicht uns diese App das Ganze trotzdem zu tun. Also öffnen wir die Ganze einfach einmal hier und dann bekommen wir hier so eine kleine Info, die können wir einmal wegklicken und auch das bestätigen wir mit OK und dann können wir direkt loslegen und ein neues CalDAV oder CardDAV Konto hinzufügen. Dafür klicken wir hier unten einfach einmal auf das Plus und dann wählen wir hier den Punkt mit URL und Benutzername anmelden aus. Hier die Basis-URL, das ist ja gerade das, was ich euch gezeigt habe, die fügen wir hier einmal ein und dann bei Benutzernamen und Passwort meldet ihr euch einfach mit dem Benutzernamen und Passwort an, mit dem ihr euch eben ganz normal auch auf eurer Nextcloud im Browser oder in der App anmelden würdet. Also mache ich das jetzt hier auch mal kurz und dann klicken wir einfach einmal auf Anmelden. So, die Voreinstellungen, die können wir jetzt hier noch lassen. Wir können dem Ganzen jetzt noch einen anderen Namen geben. Ich lasse jetzt hier einfach mal Admin drin, aber das könnt ihr dann noch anpassen und dann klicken wir einfach einmal auf Konto anlegen. Wenn ihr jetzt wieder in diese Übersicht hier gelandet seid, dann tippt ihr einfach nochmal das eben erstellte Konto hier einmal an und dann seht ihr wohl auch schon trotz nur einer Account-Erstellung quasi sowohl eure Kontakte und auch alle Kalender erkannt. Das heißt, auch wenn ihr mehrere Kalender hier habt, werden auch diese automatisch dargestellt. Ja, jetzt könnt ihr einfach als erstes mal diese aktivieren, also bei mir Kontakte möchte ich natürlich alle haben und beim Kalender reicht mir jetzt hier zum Beispiel mein Standardkalender aus. Den aktiviere ich jetzt hier und was ihr jetzt noch haben müsst, ist hier oben mit diesem Symbol einmal den Sync anstoßen. Der wird jetzt hier gestartet und ihr bekommt ja auch hier dann immer dargestellt, wie weit das Ganze ist. Das Ganze müsste jetzt also abgeschlossen sein. Das heißt, ihr könnt jetzt über die Standard-Apps von eurem Android-Gerät eben die Kontakte und auch eure Kalender betrachten. Um euch das zu demonstrieren, gehe ich jetzt hier auch einfach mal in die Kontakte-App bei mir hier in Android rein und dann seht ihr, es sind auch schon die ganzen erstellten Musterkontakte da und auch die Telefonnummern sind zum Beispiel hier schon automatisch eingetragen. Und die könnt ihr jetzt natürlich auch auf eurem Android-Smartphone editieren, bearbeiten, neue hinzufügen. Sobald ihr dann einfach wieder diesen Sync-Button bei OpenSync klickt, ist das Ganze dann auch wieder mit eurer Cloud automatisch synchronisiert. Genau gleich sieht es natürlich auch bei den Kalendern aus. Ich hoffe, auch bei euch hat die Einrichtung nun problemfrei funktioniert und ihr könnt jetzt auch eure Kontakte und Kalender sicher auf eurer eigenen Cloud abspeichern. Nun, falls doch irgendwas nicht ganz richtig funktioniert hat oder ihr in einem Schritt nicht weiterkommt, dann schreibt mir doch gern eine Mail an cloud@apfelcast.com und ich werde versuchen, euch weiterzuhelfen. Ansonsten würde ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben für dieses Video freuen und wenn ihr mehr zu dem Thema Nextcloud sehen möchtet, dann könnt ihr gern ein Abo für diesen Kanal dalassen und mehr zum Thema Nextcloud, das seht ihr auch hier. Hier habe ich euch ein paar Videos zu diesem Thema verlinkt.
Ansonsten bleibt natürlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.